Hallo und willkommen. Ich bin Anna und heute beschreiben wir eine Person. Ja, wir beschreiben eine Person. Viel Spaß! Also, das ist Emma. Das ist Emma und Emma ist 33 Jahre alt. Sie ist 33 Jahre alt. Emma ist groß und schlank. Ja, sie ist nicht dick, sie ist schlank. Ja, sie ist schlank und sie ist groß. Groß und schlank. Und sie hat blond. Sie hat blonde Haare. Ui. Sie hat lange blonde Haare. Ihre Augen sind braun. Emma hat braune Augen. Ihre Augenfarbe ist braun. Braune Augen. Emma sieht gut aus. Ja, sie sieht sehr, sehr gut aus. Sie ist sehr nett, ja. Sie ist sehr nett und sie ist auch schlau. Ja, sie ist ja clever, schlau. Sie ist schlau und sehr nett. Sie ist nett und schlau. Emma hat natürlich auch einen Beruf. Sie hat einen Beruf. Emma ist Buchautorin. Sie ist Buchautorin. Sie schreibt Bücher. Ja, Bücher. Sie schreibt Bücher für Kinder. Ja? Ja, Kinder, kleine Kinder. Emma schreibt Bücher für Kinder. Sie ist Buchautorin von Beruf. Buchautorin, das ist Emmas Beruf. Emma hat auch eine Tochter. Eine Tochter und die Tochter heißt Eva. Eva. Emma ist eine Frau und Eva ist ein Mädchen. Eva ist ein Mädchen und Eva ist 7 Jahre alt. Eva ist 7 Jahre alt. Eva ist natürlich eher klein. Ja, Emma ist groß, Eva ist klein. Und Eva hat auch lange Haare, lange braune Haare. Braune Haare, lange braune Haare. Und sie hat Locken. Sie hat Locken in den Haaren. Locken in den Haaren. Und Evas Augenfarbe ist grün. Grün. Eva hat grüne Augen. Grüne Augen und braune Haare. Eva ist sehr süß. Sehr süß. So süß. Sie ist sehr süß und sie ist lustig. Sie ist lustig. Sie ist süß und lustig. Emma hat auch einen Bruder. Einen Bruder. Ja. Also Emma und Ben. Das ist Ben. Emma und Ben haben die
gleichen Eltern, ja? Mama und Papa, das sind die Eltern von Emma und Ben. Emma und Ben sind Geschwister. Ben ist der Bruder von Emma und Emma ist die Schwester von Ben. Ben ist 30 Jahre alt. Ja, er ist der jüngere Bruder von Emma. Er ist jünger als Emma. Er ist 30 Jahre alt. Ben ist auch groß und schlank und er ist sehr sportlich, ja? Er ist sportlich und groß und schlank. Ben hat auch blonde Haare, ja? Blonde Haare, aber Ben hat keine langen Haare. Ben hat kurze Haare. Kurze Haare. Ben hat blaue Augen. Bens Augen sind blau. Ben ist sehr ruhig, ja, eine ruhige Person. Sehr ruhig und er ist ein bisschen schüchtern. Er ist ein bisschen schüchtern. Er ist ruhig und ein bisschen schüchtern. Ben hat auch einen Beruf. Emmas Beruf ist Buchautorin. Bens Beruf ist Architekt. Ben ist ein Architekt. Er ist Architekt von Beruf. Und Ben ist natürlich ein Mann. Ben ist ein Mann. Emma ist eine Frau und Eva ist ein Mädchen. Ben hat auch einen Sohn. Ben hat einen Sohn. Er ist nur 4 Jahre alt. Ben hat einen Sohn. Bens Sohn heißt Tobi. Und Tobi ist ein kleiner Junge. Ja, Mädchen, Junge. Tobi ist ein Junge. Tobi ist klein und natürlich auch süß. Er ist sehr süß. Und Tobi hat viel Energie. Tobi hat viel, viel Energie. Ja, er hat viel Energie. Er hat blonde, kurze Haare. Blonde, kurze Haare und auch blaue Augen. Das war's. Das waren Beschreibungen von Eva, Emma, Ben und Tobi. Wenn es euch gefallen hat, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt Gefällt mir und abonniert. Alles klar. Tschüss.